Willkommen, meine knochigen Freunde, zu diesem kleinen Community Clash, in dem ich die Armee geführt habe. Das ist auch nicht irgendeins, sondern das stammt aus dem Livestream vom Hamster. Da habe ich 3 Kämpfe gegen ihn gespielt und ich wurde jetzt im Nachgang gefragt, ob ich die Schlacht nochmal irgendwie wieder kommentieren kann. Ich habe aber leider nur noch diese eine von den 3. Wow, aber das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ihr könnt natürlich auch gerne hier auf Hamsters Kanal gehen und den Livestream vom... oh Gott, was war denn das für ein Tag? Wir gehen mal ganz kurz auf meinen Desktop. Das war der Sonntag, der 7. Ihr könnt quasi auf diesen gehen und dann euch das angucken. Was sehen wir jetzt gerade? Diese beiden Armeen kämpfen gegeneinander. Das ist meine, das ist die vom Hamster. Damit können wir jetzt hier gleich schon mal Zeit sparen. Ich habe den guten Cetra gewählt. Ich hatte hier auch die Armeeauswahl. Hamster hat hier immer Echsenmenschen gespielt. Ich fand, ich habe jetzt hier die stärkste Fraktion gespielt. Die 2 vorhergehenden Fraktionen, die ich gespielt habe, waren Waldelfen und... was war denn die erste? Schon wieder vergessen. Auf jeden Fall nicht Waldelfen. Ja, wie auch immer. Und ja, das ist jetzt die 3. und finale Schlacht. Ich werde euch am Ende verraten, wie die anderen ausgegangen sind, oder ihr schaut euch die halt beim Hamster an. Dann müsst ihr halt am Ende einfach weg ausschalten. Aber wenn wir die Endauswertung machen, dann sage ich euch auch, wie die anderen Schlachten ausgegangen sind. Auf jeden Fall, hier haben wir bei mir die Ushabti. Ich habe mir jetzt gedacht, okay, ich positioniere mich hier zwischen dem Wald. So kann ich relativ gut wechseln. Zwischen links und rechts und kann man Einheiten hier auch noch verstecken. Hamster auch wieder auf seiner Seite hat hier ein paar Schlitzer. Ah ne, Feuer-Egebola sind das sogar, okay. Hat Master Mundi mit hier ganz vielen Sternkammerwächtern, Tempelwächtern. Halt, ja, typisch Meta, ne? Also, was will man erwarten? Bei Meta sind immer ganz viele Monster und ganz viele Tempelwächter dabei bei den Echsenmenschen. Um denen entgegenzutreten, habe ich hier Ushabtis dabei. Ist quasi schon fast ein Muss gegen die Echsenmenschen. Ich spiele eigentlich auch gerne ohne Ushabti, weil die echt stark sind. Ich finde das immer so ein bisschen unfair. Aber ja, was will man sonst machen? Ich hätte sonst nur noch Bogenschützen nehmen können. Denn so richtig viele Antworten gegen Groß, bis auf die Necroswings, hat man nicht. Aber die Echsenmenschen haben auf ihrer Seite zu viel Antwort gegen Groß ebenso. Und ich wollte jetzt hier selber nicht so viel Groß mitnehmen, weil, ja, ihr seht ja, haufenweise Tempelwächter. Das wäre mir nicht gut gekommen. Gut, schauen wir uns an, wie die Schlacht abläuft. Ich habe außerdem noch einen Lichtmagier. Mit Netz und der Zeitkrümmung und aus irgendwelchen Gründen nicht rausgenommen. Ziemlicher Fehler von mir. Hier den Exorzismus. Das ist ziemlicher Schwachsinn, dass ich den mit habe. So, jetzt versuche ich hier zumindest mit meinem einen Ushabti diese Chameleon-Skinks ein bisschen wegzujagen. Und stattdessen jetzt hier erstmal die Sonnenmaschine zu beschießen, die ich irgendwie nicht so gut treffe. Ich habe auch schon erstaunlich viel Schaden genommen. Hier, die vorbeiziehenden Schüsse haben hier hinten bereits getroffen. Obwohl die gar nicht in Reichweite waren. Das war echt Glück vom Hamster. Jetzt versucht er hier mit seinen Feuersalamandern mir Stress zu machen. Das werde ich nicht zulassen. Vor allen Dingen sind die wirklich richtig gut gegen so große Einheiten wie Ushabti. Leider nehmen meine Ushabti hier sehr viel Schaden und ich muss jetzt erstmal zurückziehen. Und ich verjage jetzt hier die Schattenflut. Hamster spielt auf jeden Fall sehr, sehr kitey in letzter Zeit, wie ich das mitbekommen habe. Der zieht immer wieder die Einheiten vor und zurück und lässt sie sehr, sehr, sehr lange wegrennen. Das ist mir vor allem beim Waldelfen-Match aufgefallen, wo ich mir vorkam, als wäre mein Gegner der Waldelf gewesen, obwohl er Echsenmenschen war. Denn da, gerade da ist er sehr, sehr viel weggelaufen. Ja, das ist ja alles gut. Ich meine, Kiten ist nun mal sehr effektiv. Und man kann es den Leuten auch nicht verbieten. Man muss sich halt auch aussuchen, welche Kämpfe man eingeht und welche nicht. So, mittlerweile kommen die Tempelwächter auch langsam vorwärts. Und ich rechne jeden Augenblick mit irgendeiner Verbannung und irgendeiner Stätte. Zerstörung der Städte.
So, ich bin immer noch in der Defensive. Anders als in den anderen Kämpfen habe ich mich hier wirklich verteidigt. Bei den anderen Kämpfen bin ich eher der Angreifer gewesen. So, und jetzt versuche ich hier mein erstes Kombinationsspiel zu machen. Gruftwächter sind ganz gut, traden relativ okay mit den Tempelwächtern. Aber wenn beide Einheiten jetzt hier noch von den Skorpionswachen unterstützt werden, dann werden diese Tempelwächter hier vergiftet. Und dann sollte ich den Nahkampf sogar relativ okay gewinnen. Was passiert außerdem? Ja, ich bin jetzt hier wieder zurückgejagt worden. Hier kommt jetzt eine Verbannung der Städte. Gucken wir mal, wie die trifft. Okay, doch nicht. Meine Skelettbogenschützen sind fast erledigt. Hier auf der rechten Seite versuche ich jetzt mit meinen Skelettspeerträgern die Skin-Kohorte zumindest zu binden. So, und auch hier muss ich meine Neikarischen Reiter zurückziehen. Zerstörung der Städte hat mein zweites Bogenschützbataillon halbiert. Jetzt kommt hier noch ein ziemlich krasser Schadensoutput von der Schattenflut rein. Verbannung, beendetes Schicksal dieser gesegneten Legion. Aber jetzt ein ganz großer Fehler, der hier passiert ist vom Hamster. Er hat jetzt hier seinen Lordmaster Mundi in den Nahkampf durchgeschickt. Wahrscheinlich war er von den ganzen Ushabtis beschossen worden ist. Hat schon ein bisschen was an Schaden gemacht. Und jetzt seht ihr schon, ist erstmal die Verdorren drauf. Das heißt, die ganze Nahkampfinfanterie ist ja schon mal schlechter, genauso auch Lordmaster Mundi. Und, na, kann ich es anvisieren, meine Nekarischen Reiter kriegen jetzt auch noch einen Zauber ab. Und da machen sie jetzt Bonus gegen Groß und mehr Waffenschaden. Und das zieht Lordmaster Mundi jetzt aufs Übelste runter. Von allen beschossen und zerhackt versucht er sich jetzt hier davon zu machen. Wird auch noch genettet. Absolutes Todesmanöver für Lordmaster Mundi. Das sich sogar relativ lange hält für diesen krassen Beschuss. Ich habe jetzt wirklich meine komplette Armee auf diese eine Einheit geworfen. Gut, dass er halt mein Lichtmagier bis jetzt noch nicht wirklich gesehen hat. Oder wenn, dann war es halt schon zu spät. Ja, und wenn ich den jetzt hier ausschalten kann, dann habe ich mir schon mal einen Vorteil erkämpft. Ihr seht auch, die Sternkammerwächter sind ziemlich zerstört worden. Aber der konzentrierte Beschuss ist jetzt hier auch nicht so optimal. Ich denke auf jeden Fall, wenn er jetzt nicht zurückkommt und sich heilt, kann ich ihn noch mit dem Fernkampf zerstören. Und das versuche ich jetzt natürlich auch. Mein Zetra hier übrigens in den Nahkämpfern gefangen, kommt nicht wirklich raus. Das ist nicht so optimal, weil natürlich in den Sternkammerwächtern gut Schaden bekommt. Hier versuche ich jetzt die Chameleon-Skins auszuschalten. Aber ihr seht, die Tempelwächter, die halten sich halt auch ziemlich gut. Hier übrigens was, was ich nicht gedacht hätte. Aber meine normalen Skelettsperrträger sind tatsächlich besser als die Skin-Kohorte mit Silberrang. Oder zumindest traden sie zumindest ähnlich. Und dafür, dass sie wahrscheinlich sogar weniger kosten als die mit Silberrang, ist das echt okay. Hätte ich nicht gedacht. So, Lordmaster Mundi hat sich da hinten verabschiedet und sich ein bisschen in den Schnee gelegt. Jetzt passiert hier was ziemlich Dummes von meiner Seite aus. Ich laufe jetzt hier mit zwei meiner teuersten Einheiten dieser Schattenflut hinterher. Ja, und Hamster kaltet weg. Das heißt, mir fehlen diese Einheiten jetzt hier im Hauptkampf. Und ihr seht, das macht sich sofort bemerkbar. Einige meiner Einheiten brechen bereits. Ich habe die versuchen jetzt hier das nächste Ziel auszuschalten, Sonnenmaschine, die die ganze Zeit meine Nahkämpfer hier debufft, indem sie reinschießt. Durch dieses Blind machen die halt wirklich unfassbar weniger Schaden. Hier, übrigens ist das keine Overhead-Fähigkeit mehr. Früher war das so, wenn ihr über Einheiten drüber geschossen habt, habt diese Fähigkeit auch dann schon gewirkt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Au! Ihr seht, ich krieg einfach diese Einheit hier hinten nicht so richtig. Stattdessen kriege ich mehr Schaden von ihr als umgekehrt. Dann dürft sie einfach nicht mit einzelnen Einheiten verfolgen. Das war ziemlich dumm von mir. Aber ich musste auch mit meinem Cetra dranbleiben. Weil ich glaube, selbst im Nahkampf könnten die meinen Priester des Lichts töten. So, hier hinten versuche ich jetzt, dass dieses Bastille dann da mit Sonnenmaschine nicht wieder zurückkehren
zurückkehren kann. Das gelingt auch momentan, aber der Kampf ist auf jeden Fall noch nicht verloren. Für Hamster. Gerade weil ich hier eben diese Schattenflut einfach nicht wegbekomme. Ich habe es jetzt aufgegeben und dachte mir jetzt, okay, Cetra, du hast schon so viel Schaden an diesen Einheiten gefressen, du kannst dich jetzt nicht mehr darauf einlassen. Wobei, jetzt habe ich nochmal den Moment gesehen, jetzt bin ich vorn und hinten und habe, glaube ich, ein Netz. Jetzt kann ich nochmal ein bisschen Schaden zufügen, in der Hoffnung, dass sie dann wenigstens fliehen. Hier habe ich jetzt das nächste Bastion mit Sonnenmaschine aus dem Weg geräumt. Aber der Nahkampf ist halt trotzdem gewonnen worden von Hamster. Tempelwächter sind halt einfach eine Macht. Und trotz des ganzen Gediebuffens haben sie sich am Ende durchgeschlagen. Auch hier konnten sie meine Kruftwachen besiegen. Aber sie sind schon so stark runtergebracht, dass ich sie auf jeden Fall mit Zangenmanövern zum Fliehen bringen könnte. Die Sonnenmaschine wird zurückkehren, jeden Augenblick. Die Sonnenmaschine hier hinten ist immer noch nicht gestorben. Ja, auch diese Einheiten brauche ich schon lange wieder zurück. Die können ja nicht die ganze Zeit der Sonnenmaschine beim Fliehen zugucken. Hier hinten versucht jetzt mein Lichtpriester wirklich diese Schattenflut hier zur Grenze zu eskortieren, währenddessen Cetra sich jetzt hier der Skin-Kohorte angenommen hat und die versucht zum Fliehen zu bringen. Das macht immer schön viel Schaden. Das rate ich auch jeden von euch, den mitzunehmen. Meine Ushabtis muss ich jetzt zurückziehen zu meiner Reitern da hinten. Die ich jetzt wiederum gehend zurückziehe. Ich denke mir jetzt, okay, die Sonnenmaschine hat so lange Schaden bekommen. Habe so stark runterbekommen. Ich muss jetzt einfach davon ablassen, weil ich habe hier wichtigere Ziele. Jetzt habe ich wieder eine Zielauswahl auf die Sonnenmaschine gemacht, weil ich einfach schon merke, ah, okay. Ich habe Angst, dass sie doch zurückkommt. Und ich wollte hier einfach diese Feueregelbollers in den Nahkampf locken. Hat leider nicht ganz so gut geklappt. Aber sie fliehen jetzt gleich auch. Auf jeden Fall konnte ich einen runterholen. Ja, dieses Mistvieh ist tatsächlich zurückgekehrt. Hat einen Schuss abgegeben und ist wieder geflohen. Dieses Bastillodon mit Sonnenmaschine hier hinten ist auch zurückgekehrt. Und auch die sind zurückgekehrt. Obwohl ich sie bis zur Grenze eskortiert habe. Es ist ein Unding. Ich war in dem Moment ein bisschen genervt, dass ich hier nichts endgültig beseitigen konnte. Und habe jetzt wenigstens gehofft, dass ich jetzt hier mit den Manöver von vorn und hinten diese Einheiten zum Fliehen bringen kann. Die Sternwächter und hier die Sonnenmaschine wieder zurückgekehrt. Wieder meine Einheiten gedebufft. Es ist unfassbar. Hat halt immer noch 700 Lebenspunkte, ist nicht zu wenig. Sieht halt immer ein bisschen anders aus, als es in Wirklichkeit ist. Ich meine, der hier hat bestimmt über 1000 sogar. Ja, hat er auch. Jetzt ist er endgültig geflohen. Aber das liegt daran, dass die restliche Armee jetzt auch geflohen ist. GG hier an Hamster. So ist das Ganze vonstatten gegangen. Ihr seht die... Die Tempelwächter sind wirklich unfassbar stark. Die haben eine komplette Nahkampfinfanterie eingeschmolzen. Trotz Debuff-Massaker und Skorpionenlegionen war es für mich eigentlich nicht möglich, diesen Nahkampf zu gewinnen. Hatte ja natürlich auch ein bisschen weniger Geld reingesteckt, klar. Ja, wobei, ja doch, schon deutlich weniger reingesteckt. Aber ich habe ja ganz einfach mehr auf meine Ushabtis vertraut, die sich auch gelohnt haben. Allein der hier hat Litz 2 bekommen. Cetra war gut unterwegs mit seinen Zaubersprüchen. Was ihr jetzt nicht gesehen habt, ich hatte noch ein gespawnt Ushabti-Bataillon, was ich dafür benutzt habe. Auch mit dieser Grabklinge-Bonus gegen Groß ausgerüstet und so ein Bastilladon zersäbelt habe. Ja, an sich ist alles gut aufgegangen. Die Einheiten hätten früher fliehen können, aber hat soweit geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, jetzt verrate ich euch auch, wie die anderen Schlachten gelaufen sind. Die sind ähnlich gelaufen. Ich fand sogar, dass das hier die knappeste Schlacht war. Die anderen
Sah es eigentlich deutlich besser aus für mich, obwohl ich hier die stärkste Fraktion gespielt habe. Obwohl ich hier die stärkste Fraktion gespielt habe, sah es hier eigentlich am schlechtesten für mich aus, zeitweise. Und gerade wenn Hempstead jetzt am Anfang nicht seinen Fehler gemacht hätte, mit Master Mundi hier zu offensiv einzusetzen, ja, dann hätte sich das deutlich drehen können in eine andere Richtung. Vor allem, weil Lord Master Mundi auch nochmal Nahkampfabwehr und Geschossresistenz um seine Einheiten herum verteilt. Und natürlich die ganzen Apotheosen und Zauber haben hier gegen Ende dann noch gefehlt. Das hätte das wirklich noch interessanter machen können. Aber ja, jeder Fehler muss bestraft werden. Die anderen waren, wie gesagt, Waldelfen gegen Echsenmenschen. Da war sehr Kaiti unterwegs, ist sehr viel weggelaufen. Und bei der ersten Schlacht, die mir überhaupt nicht mehr einfällt, ich weiß echt nicht mehr, was es da war. Falls Sams dazu guckt, kann das ja reinschreiben. Oder ihr guckt einfach den Livestream, kann ich euch nur empfehlen. Das war ein recht schöner Livestream vom Hamster, hat er die Echsenmenschen gespielt. Find nicht das stärkste Volk, aber kein schlechtes, bei weitem nicht. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Schickt mir eure Replays, wenn ihr mal wieder eure Kämpfe sehen wollt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye bye.